Hallo und herzlich willkommen aus Lilienstein, aber heute sind wir nicht unterwegs beim Dorf und der Stadt und der Metropole, sondern wir machen jetzt mal ein kleines Detail-Special. Da haben wir jetzt ja schon einige Teile gesehen über Bauweisen und jetzt reden wir mal über Texturenpakete, denn das macht immer eine ja, enorme Wirkung aus und man glaubt gar nicht, wie die eigenen Gebäude mit anderen Texturenpaketen aussehen. Man erkennt die dann fast selbst nicht wieder. Dafür werde ich jetzt mal so meine Texturenpakete vorstellen, die ich habe. Wir fangen jetzt hier mit dem an, was ihr kennt, denn damit spiele ich ja. Das ist MojoCraft, ein Fotorealismus-Paket. Ich mag ja eher so Fotorealismus, also auf jeden Fall mehr als so diese knallbunten oder so. Wir machen jetzt hier immer mal so einen kleinen Überflug. Schauen uns so ein paar markante Sachen an, wie unser schönes Schiff. Und dann noch hinter zu den großen Gebäuden, zu unseren, ja, Großprojekten. Unser Torhaus. Nur damit ihr mal so einen Eindruck kriegt, wie dann, ja, sich die Welt plötzlich ändert. Das ist nämlich ganz schön beeindruckend. So. Soll es aber auch nicht zu ausufernd werden, denn sonst sind wir ja ewig beschäftigt. Deswegen nur mal so ein paar ikonische Dinge. Vielleicht noch den Bahnhof. So. Und einen Blick auf die Ringstadt. So. Und dann sehen wir uns gleich im anderen Pack. So, herzlich willkommen zurück und die Welt hat sich grundlegend verändert. Denn wie ihr seht, hier sieht nichts mehr so aus, wie es vorher mal war. Wir spielen jetzt hier mit dem John Smith Legacy Pack. Das ist ein 32x32er Pixel-Pack mit ja, einem Mittelalter-Thema, wie man, glaube ich, unschwer sieht. Das hier ist sehr niedlich. In rosa. Ja, und alles ist verändert. Es ist vom Grundsatz her alles viel dunkler gehalten. Das seht ihr jetzt zum Beispiel hier. Hier hatte ich ja alle Holzsorten verbaut. Das ist jetzt nicht mehr so wirklich erkennbar. Das ist auch das, was ich so an diesen Mittelalter-Packs vom Grundsatz her nicht so mag. So, es war dann jetzt nicht zwingend so dunkel, dass jetzt wirklich hier alles dunkel sein muss. Ist vielleicht ein bisschen sehr extrem, aber okay, das ist ja reine Geschmackssache. Also ich will jetzt nie sagen, dass hier eines dieser Texturenpakete richtig scheiße ist, Entschuldigung, sondern einfach nur, ob es mir jetzt irgendwie gefällt oder nicht. Was natürlich dann, ich kann nicht für andere sprechen, ne? Das Theater ist ziemlich, ja, gleich geblieben, kann man sogar fast sagen. Es sieht sogar ein bisschen vanillamäßig aus. Haus der Biome auch. Okay, das Kurhaus sieht ein wenig anders aus. Ja, und dann machen wir wieder den Überflug beim Museum vorbei. Bis hin zum Bahnhof. Mit Blick in Richtung Ringstadt. Und gleich sehen wir uns nochmal. Ja, da legt man sich kurz mal ins Bett und schon sieht die Welt ganz anders aus. Das kennt ihr ja vielleicht von zu Hause auch. Wir sind jetzt hier angekommen im Live-Ressourcen-Pack. Das ist ein 128x128 Pixel-Pack. Das ist so ein geiles Wort, Pixel-Pack. Und das schauen wir uns jetzt auch mal so an. Das ist auf jeden Fall alles hier wesentlich heller und freundlicher als in dem, was wir zuletzt hatten. Dafür sind auch hier die Steine ja noch relativ gleich, beziehungsweise kann auch sein, dass die gar nicht gemacht wurden. Das würde ich jetzt sagen, kann man nehmen. Das ist in Ordnung, da ist jetzt nichts Schlimmes bei oder so. Ist jetzt auch nicht quietscheknallbunt oder irgendwie so. Was ich übrigens schade finde, ist, dass fast, ja, oder dass sehr viele Ressourcenpakete, Texturenpakete nennen wir sie jetzt, leider hier nicht so aktuell sind, dass sie hier den, ja, den Stein aus den Ozeanmonumenten angepasst haben. Ist dieses hier wohl auch nicht. Ich meine, es läuft zwar auf der 1.8, aber ja, das sind ja eigentlich fast so meine Lieblingssteine und ja, wenn die nicht gut aussehen, dann ja. Ist es irgendwie schlecht? Auf jeden Fall ist es hier bunt. Das kann man nicht absprechen.
mir vielleicht so eine Spur dann zu bunt, aber das ist ja wirklich so nuancenmäßig, so persönliche Einstellungssache. Aber wir schauen mal, was ich noch so in petto habe. So, da bin ich wieder und schon wieder hat sich alles geändert. Wir spielen hier jetzt mal mit Chroma Hills, ein 128x128 Pixel Texturen Pack. Man kann es sogar aussprechen. Und das sieht dann so aus. Holz finde ich hier okay. Steine sind mir irgendwie immer zu unspektakulär. Das muss ich mal so sagen. Ach, hier sehen wir sogar ein paar Dorfbewohner. Die habe ich ja ganz vergessen. Hallo. Und die gucken aber immer so böse. Das scheint irgendwie so normal zu sein. Dorfbewohner müssen böse gucken. So, da haben wir unser Schiff. Das finde ich sogar gar nicht mal so verkehrt. Aber hier der größte Nachteil, die Steine gefallen mir nicht. Also die hier sind okay, also Bruchsteine und Ziegelsteine. Das passt für mich. Aber hier die Andesit, Diorit und Granit, nee, die sehen ja auch wieder fast aus wie in Vanilla. Dafür ist das Glas recht schön, finde ich. Und wir gucken jetzt auch mal hier rein, denn hier sind auch die Steine vom Ozeanmonument angepasst. Aber ich finde nicht so schön wie bei meinem anderen Texturenpack. Aber wir reisen mal auch weiter. Ich glaube auch nicht, dass ich das Texturenpack jetzt grundsätzlich ändern werde. Also habe mich an meins gewöhnt, aber vielleicht baue ich ja mal irgendein Haus oder so mit einem anderen Pack. Einfach nur, weil es halt bei meinem manche Sachen gibt, die kann ich nicht bauen, würde ich aber gerne, weil einfach die Farben fehlen. Das finde ich dann immer ein bisschen blöd. Aber ich habe noch eins zu bieten. Bis gleich. Hallo, meine lieben, tapferen Freunde und herzlich willkommen zu den Chroniken. Nein, so ähnlich, aber den Insider haben vielleicht einige verstanden, denn das hier ist das Opa-Zeron-Pack, also auf Deutsch das Misa-Pack mit einigen Anpassungen, ein 64x64 Pixel-Texturen-Pack, wenn ich es in Erinnerung richtig habe. Und ich habe mal irgendwo in die Kommentare geschrieben, dieses Texturen-Pack sieht irgendwie in Hundsgrab. Also Opa Zerons Stadt, super geil aus. Andere Städte, weiß ich nicht. Bei denen ist irgendwie der Wurm drin. Für mich das Totschlagargument ist Regen. Nein, das natürlich nicht. Sind die Steine grün und blau? Das ist mir zu wild, weil ich halt sehr gerne mit den verschiedenen Gesteinssorten baue. Das Holz, ja, ist vollkommen okay. Hat auch den Mittelalter-Style, sage ich mal so drauf. Ja, aber die Steine, ihr seht es da hinten, da würde ich jetzt mit diesem Texturenpack spielen, dann wäre ich nicht mehr glücklich, denn da ist alles so bunt. Hilfe. Ja, aber man sieht schon, was so die einzelnen Texturenpacks jetzt auslösen. Ich habe jetzt verschiedene gezeigt und man hat das Gefühl, man hat dann gleich ja, Gebäude von verschiedenen Menschen gesehen. Achso, ich habe noch gar nicht geguckt, ist in dem eigentlich der Stein vom Unterwasser, vom Ozeanmonument, der ist doch auch anders, genau. Also wenigstens wurde hier was verändert, aber da muss ich sagen, da bleibe ich bei meinem Mojocraft. Das ist irgendwie cool, dafür sind die Türen schick. Und das ist das, was halt so wirklich richtig fuchst bei Texturenpaketen. Es gibt immer Dinge, die würde man gerne nehmen, weil man sagt, dieses Fenster und jene Tür und der Stein und das Holz, aber irgendwie die Kombi gibt's nie. Und man darf ja auch nicht vergessen, man kann nicht einfach hier irgendwas in der Gegend umherwechseln, denn die Ersteller haben da ein Copyright drauf und möchten natürlich nicht, dass sie sich die Arbeit machen und ich dann da so drei Blöcke ändere und sage, ach guck mal, das ist meins. Von daher sollte man von sowas die Finger lassen, es sei denn, man spielt natürlich nur privat und nimmt gar nicht auf, dann, ja, sage ich mal, merkt es keiner, ist zwar immer noch nicht in Ordnung, aber okay. Aber das waren jetzt mal so Eindrücke von, ja, verschiedenen Texturenpaketen und deren Wirkung. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein, wenn wir das nächste Tutorial oder Detailfolge mal wieder hier folgen lassen. Macht's gut und ciao!